Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge ist irgendwie so ziemlich alles schief gelaufen, was hätte schief laufen können. Noch dazu habe ich dann einen magischen Stein Apollons gefunden und habe es gar nicht so richtig gecheckt, dass ich überhaupt einen bekommen habe. Aber da ich jetzt schon mal hier bin, werde ich auf jeden Fall mit euch erstmal ins Verlies springen. So, Arena der Stärke. Das hört sich irgendwie nicht so wirklich gut an. Irgendwie sieht das aus wie diese eine Arena, die ich schon mal betreten habe, aber. Es geht hier auch genauso weiter. Nur, dass das andere sind. Seht ihr mich? Nö, ihr seht mich nicht. Kein Thema. Okay. Schlussfolgern wir mal. Der war schon mal nicht so besonders stark. Was ist mit dir? Okay. Oder es liegt jetzt an der lilanen Rüstung. Das kann natürlich auch sein. Also bisher finde ich die ehrlich gesagt unheimlich geil. Was war das denn gerade? Oh. Okay. Okay. Also das mit in der Luft ausweichen üben wir noch. Oh. Na komm schon. Okay. Ach, ernsthaft jetzt? Die sind orange. Okay. Also das Beste wäre natürlich, wenn wir erstmal. Oder so. Ja, das geht auch. Sind die doof. Der war gut. Der war richtig gut. Ach so, das ist mein Begleiter. Okay. Die Frage ist jetzt allerdings. Ich habe hier doch eben noch einen Hebel gesehen. Bin ich jetzt total doof oder blind oder beides? Da ist der. Aber dadurch resette ich das Ganze irgendwie, ne? Also zumindest beim letzten Mal ist es so gewesen, dass ich das dann resettet habe. Das wäre natürlich doof. Aber jetzt wissen wir zumindest schon mal, warum das hier das Verlies der Stärke heißt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Rüstung, wenn es wirklich an der Rüstung gelegen hat, jetzt unheimlich geil. Ja, und schon wieder habe ich Idiot natürlich vergessen zu schauen. Ach, ich dachte gerade, da steht einer. Ach, wieso komme ich jetzt hier wieder nicht raus? So nicht, mein Freund. Einschließen lasse ich mich hier nicht. Hier ist ja alles resettet, so eine Sauerei. Ich habe so lange dafür gebraucht, den Mist da drauf zu schieben. Und dann wird das hier einfach resettet. Also das geht ja mal gar nicht.
So, die magischen Steine. Da wollten wir uns eigentlich ja gar nicht drum kümmern, aber da der jetzt gerade so auf dem Weg lag. Was ist das hier eigentlich? Ist da noch eine Quest? Weil es ist so blau markiert. Durchschalten. Das ist das Bild. Nee, keine Ahnung. Kann aber sein, dass das heißt, dass ich da nachher wieder zurück muss oder so. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. So, erkunde die Region von Hephaistos Statue. Rechts von mir. Das heißt, ich kann das Symbol gar nicht sehen. Das hasse ich immer, wenn das zu weit weg ist. Ja, machen wir mal ungefähr hier, dass man auch von weiter weg sehen kann, wo man eigentlich hin muss. Die Frage ist jetzt, kann ich jetzt hier. Ich muss wahrscheinlich jetzt hier hochklettern, um mir das zu ersparen, da komplett drumherum zu laufen. Ja, so geht's natürlich auch. Nein, ich steck nicht fest. Ich bin nur gerade fast gefallen. Aber danke der Nachfrage, mir geht's super. So. Was haben wir denn da oben schon wieder? Nein, nein, nein. Oh Gott. Ich dachte gerade, ich mache jetzt hier gleich. Okay, die Schmiedelande. Waren wir da nicht schon drin? Haben wir die nicht schon entdeckt? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. So, in der Richtung müssen wir auf jeden Fall jetzt weiter. Heißt zwar in die Richtung, aber ist ja auch egal. Das ist Gameplayerin Deutsch. So. Eine weitere Statue. Es könnte jetzt vielleicht sein, dass wir zu dieser Statue hin müssen. Ja, irgendwelche Gegner. Oh, was haben wir denn hier? Ja, cool. Seit wann gibt es sie denn in der offenen Welt? Okay. Da wollte ich auf 12 spannen. Genau, da kann ich nämlich nichts weiter machen gerade. Ja, und das sieht mir sehr danach aus, dass wir hier auf diese Statue rauf müssen. Gott der Am Schmiede. So, Fuße so. der großen Statue stand ein Amboss. Für sich betrachtet war er nicht schön, aber er war die Grundlage, auf der Schönes geschaffen wird. Steht denn hier ein Amboss? Ach so, hier. Wie gehen wir denn da am besten hoch? Ich würde sagen, wegen der Ausdauer. Ich meine, wir haben jetzt unheimlich viel Ausdauer, so im Vergleich. Aber es ist trotzdem immer noch, je nachdem, was man macht, eng, finde ich, mit der Ausdauer. So, dann müssen wir da hoch. Dann ist irgendwo der Arm, meine ich, hier auf der Seite dran Und da gewesen. war Hephaistos Zange, welche er tief hineinstieß. In sengendes Feuer und eiskaltes Wasser. Okay. Hineinstieß. Nur in solchen Extremen konnte er sein Werk perfektionieren. Was? Das ist alles. Alles, was bei ihm abgeht, weil, du weißt schon, so insgesamt, vom Aussehen her, weil er so. Bist du fertig? Ja. Yep. Boah. Ernsthaft? Ist der denn hier so am Mobben gerade? Kann ich mich jetzt da draufstellen? Das wäre nämlich scheiße, wenn nicht. Ja, doch. Okay, kann ich. Sehr schön. So. Da können wir hier noch hoch. Oder? Okay, da können wir nicht mehr hoch. Da müssen wir wieder klettern. Ja, komm, noch ein bisschen. Das ist wieder der falsche Punkt, ne? Ich muss zur anderen Seite. Komm, geh wenigstens wegen der Ausdauer mal kurz hoch. So. Ach, da oben muss ich hin. Okay. Gut. So. Nach langem Klettern erreichte Phönix schließlich Hephaistos Hammer. Entschuldigung, ich höre schon auf. Sag mal, hat er irgendwelche psychischen Probleme oder so? Die Schmiedelande. Die vielen Werkstätten. Die kühnen Gipfel.
Sind wir hier etwa auf einer Rundfahrt? Die uralten Schöpfungen waren Typhons endlosem Zerstörungswillen zum Opfer gefallen. Oh. Jemand lebte dort unten, arbeitete und war ziemlich gut gelaunt. Ganz sicher nicht der Phaistos. Dieser jämmerliche Feigling hat keinen Tag seines Lebens gelächelt. Hast du der Geschichte denn überhaupt nicht zugehört? Alles hat sich verändert. Ja, und damit haben wir nun auch endlich die Schmiedelande freigelegt. Sehr schön. Ich werde mich jetzt mal hier in die Fernsicht begeben und erspare euch das Ganze, dass ich mich ständig umschaue und irgendwelche Sachen hier erkunde. Und werde euch dann gleich wieder hinzuholen, wenn ich hoffentlich alles oder zumindest das meiste erkundet habe. Bis gleich. So, da sind wir nun wieder und ich zeige euch das Ganze mal eben kurz auf der Karte für diejenigen, die es interessiert. Das habe ich soweit gefunden. Da gibt es bestimmt noch viel mehr, was man hier finden kann. Und ja, ich schau mal eben, ob wir hier eventuell einen Hinweis finden. Natürlich finden wir hier keinen Hinweis. Schade. Ich dachte, vielleicht gibt es irgendwo noch mal irgendein Tier, was man hier zähmen kann. Aber da müssen wir dann wohl wieder durch Zufall draufkommen, so wie es aussieht. Was ist hier? Oh, da hinten gibt es ein Tier, was wir noch zähmen können. Hoffentlich ist es diesmal auch da. Ja, also ich würde normalerweise ja sagen, dass wir erstmal Hain des Kleos machen. Aber es interessiert mich doch ehrlich gesagt schon sehr. Jetzt muss ich mal eben schauen. Nein, ich will... Aha, Leute. Ja, ich will nicht das Bild ansehen. Ich wollte eine Markierung machen. Mein Gott. Es interessiert mich doch sehr. Deswegen werde ich jetzt mal die Markierung hier wegtun, weil sonst kann ich sowieso nichts mehr sehen. Und werde mich mal aufmachen zu der roten Markierung hin. In der Hoffnung, dass wir dort auch wirklich, da in die Richtung ist es sogar, dass wir dort auch wirklich ein, ich dachte gerade da unten hat sich ein Riese bewegt, aber das ist ein Baum, okay, ich sollte nicht so fixiert in die Landschaft gucken, dass wir dort auch wirklich ein neues Reittier bekommen, das wollte ich eigentlich sagen. Jetzt schauen wir mal eben, das wäre dann hier oben. Da geht es die Schlucht entlang, aber es wäre besser, wenn ich so ein bisschen... Jawohl, das ist, glaube ich, hier. Da müsste ich dann sowieso runterspringen, okay. Ja, wir stürzen uns einfach mal hinein und schauen mal, wo wir landen. Ich würde sagen, da ist wahrscheinlich das Beste. Mal schauen. Jetzt sieht das Ganze aber doch... Ja, doch, aber da hinten kann ich, denke ich mal, eher... schlecht fliegen. Ah, sieht ja schon irgendwie ganz cool aus. Ich bin ja immer noch sehr überrascht beziehungsweise sehr begeistert darüber, wie weit wir eigentlich fliegen können hier mit diesen... Nee, Sinkflut ist es nicht. Der wäre jetzt nach unten, aber mit diesem Beschleunigen hier beim Fliegen. Es ist schon richtig krass, wie weit wir jetzt gekommen sind. Oh, da hinten sind auch noch Pferde, sehe ich gerade. Es waren aber liebe Bären hier vorne, oder? Was? Hat da gerade einer gerufen? Was ist denn mit euch? Moment. Nein, das ist der falsche Blick. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie man schleicht. Hilfe. So, mit B, genau. Hi, ihr Süßen. Falls ich euch noch nicht habe, würde ich euch gerne zähmen. Alles gut, mein Schätzelein. Ich bin auch ganz lieb. Bleib mal stehen. Ah, wie geil. Wir haben wieder ein neues Pferd. Das ist ja cool.
Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Aber das ist natürlich trotzdem sehr geil. Ja, Mama oder was auch immer der jetzt gerade gesagt hat, keine Ahnung. Mach mal ein schönes Bild hier. So. Zack. Naja, ein halbwegs schönes Bild. Über schön lässt sich auf jeden Fall streiten. So, Moment. Das ist immer noch 1500 und genau hinter mir. Das ist klar. Oh, nein, das wollte ich nicht. Da müsste ich dann rüberfliegen. Aber rein theoretisch müsste ich ja den Weg hier reiten können. Das wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn wir das mit einem Reittier machen können, weil das natürlich schneller geht. Die Frage ist nur, da hinten sind Gegner. Frage ist nur, kann ich hier einfach so durchreiten oder greift mich hier gleich irgendwo was an? Da oben sind schon wieder diese komischen, ja, Löwendinger oder wie auch immer ich sie nennen soll. Oh, das ist nicht gut. Da laufe ich direkt dran vorbei. Das ist auch nicht gut, was ich hier gerade mache. Hi. Ja, wir versuchen es jetzt einfach mal so. Okay. Oh, was bist du denn? Bist du ein Boss? Nee, oder? War es doch kein Boss, oder? Ich weiß nicht. Der hat so komische drei Köpfe. Ehrlich gesagt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich würde gerne, ja, das war jetzt ganz doof, was ich gerade gemacht habe. So, ich würde gerne schnell speichern vorher, falls mir jetzt irgendwas passiert. Ich meine, da sind ja auch noch Gegner drumherum, das ist ja auch, das war jetzt meiner, ne? Kann ich den anvisieren da hinten? Oh, oh, hi. Guten Tag. Hilfe. Ach so. Wieso kann ich das nicht machen? Das ist ja mega geil ausgewichen hier. Okay, es scheint kein Boss zu sein, sonst würde mir das auch angezeigt werden, glaube ich. Okay. Gut. Also, es war definitiv kein Boss. So viel ist klar, aber wir schauen mal, ob hier oben... Aber eine Truhe ist hier, glaube ich, auch nicht, ne? Hier oben irgendwas ist. Nee, nicht wirklich. Bis auf den einen Gegner? Nö. Na gut. Das war dann quasi ein Satz mit X. Aber ist nicht schlimm. Das nehmen wir auch mal direkt mit hier. So. Irgendwas habe ich jetzt hier gerade. Okay, da habe ich die Aggro von. Oh. Das wollte ich nicht. Moment, kommen wir da jetzt? Jetzt muss ich mal eben schauen hier. Ach, da kann ich noch ein ganzes Stück weiter. Ah, okay. Weil das sah jetzt irgendwie so aus, als ob ich dann hier runterfliege. Oh, ja, so ähnlich. Gut, dass du springen kannst. Mein liebes Einhorn. Ich würde sagen, ich kürze das hier mal ein bisschen ab. So. Da hinten ist was Blaues. Das ist sehr schön. Die Frage ist nur, hole ich mir das jetzt? Ach du Scheiße, was ist das denn da unten? Ach du Scheiße. Das sind so Wema-Typen irgendwie. Also diejenigen unter euch, die Teso kennen oder vielleicht selbst spielen, wissen, was ich meine.
Das sind ja wirklich seltsame Typen hier. Das ist irgendeine Herausforderung auch. Okay, oh. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht so, aber okay. Der bewacht offensichtlich das Verlies hier. Da wollen wir auch gar nicht hin. Wir wollen, wenn ich das richtig sehe, da hinten auf die Insel, genau. Okay. Aber ich sehe leider kein Pferd. Oh, Leute, ernsthaft. Ich möchte dieses... Doch, da unten. Da unten sehe ich was. Wollen wir da mal gucken hier. So. Ihr bleibt doch sicher da hinten, oder? Da hinten sind auch noch welche. So, hallo meine Süßen. Ich wollte euch nicht erschrecken. Was seid ihr denn, süße Nachttierchen? Hallo. Kann man euch irgendwie zähmen? Bleibt ihr auch mal stehen, oder? Komm mal her, mein Schätzchen. Kommt mir einer hinterher? Nee, jetzt will er nicht mehr. Hallöchen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr... Ja, dass ihr sehr scheu seid. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Guck mal, ich bin auch eine ganz Liebe. Will dich nur mal streicheln. Mehr möchte ich doch gar nicht. Und dich zähmen und auf dich draufsetzen. Aber mehr möchte ich gar nicht. Oh, perfekt. Ist das schön. Ja, jetzt steht's aber richtig blöd irgendwie. So. So. Moment, wie war das jetzt? So, runtergehen, genau. Zack. Zack und perfekt. Ist ein bisschen dunkel. Kann aber sein, dass man eventuell auch nur im Dunkeln... die Pferde hier bekommt. Was ist denn das da hinten? Das sieht aus wie ein leuchtendes Pferd. Und da hinten kommen irgendwie so komische Geräusche raus. Ich weiß nicht, was... Aber auch von da? Oder ist das dieser komische Löwe oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich muss mich hier auf jeden Fall auch nochmal genauer umsehen, weil bis da kam natürlich mein Blick gar nicht so durch. Ja, ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ja, ihr seht so richtig cool aus irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge zum letzten Teil übergehen, den wir noch freilegen können. Und ich glaube, dann auf dem Weg auch noch die beiden Steine einsammeln werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao.